Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben jetzt die nächste Mission. Welches Level sind wir denn jetzt? Immer noch Level 1. Alter, 1000 Erfahrungspunkte. Wie soll ich das schaffen mit den Billig-Quests? Verarsch mich doch. Habe ich irgendwelche Erfahrungspunkte, die ich einsetzen kann? Ja, nein, verfügbare Punkte 0. Ausgegeben 0. Gut, gut. Flieder und Stachelbeeren, die Bestie von Weißgraben. Dafür muss ich das hier erst abschließen, um hier weitermachen zu können. Auf dem Sterbebett, das checke ich nicht. Ganz ehrlich nicht, kein bisschen. Schauen wir vielleicht erst noch mal ganz kurz. Wartet mal. In der Stadt. Da ist die Bestie von Weißgarn. Da geht's weiter, theoretisch. Aber hier hat's dann noch weitere Quests. Dann gehen wir mal hier rüber. Das kann ich auch laufen, die 5 Meter. So, Schnellreise. Und zwar hast du hier noch weitere Quests. Jetzt sagen wir mal hier den Punkt. Und hier reisen wir hin. Auf die Weise dürfte es doch klappen. Gehe ich zumindest von aus. Weil ich will zumindest Level 2 erreichen. Und da haben wir dann noch die nächste Quest, die verfügbar ist. Ja, was waren das denn im Anschlagsbrett? Das waren auch Quests. Das Spiel ist so vollgepackt mit Zeug. Ich find's geil. Aber kompliziert für mich momentan noch. 50 Jahre Arbeit durch den Schornstein. Ja, okay. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich hab mir Würstchen gegessen. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Pisser hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Ja, scheiße. Nein, der ist angepisst. Von daher ist es noch okay momentan. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich gehe ihn auf jeden Fall suchen. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Okay. Verwende dein... Nein. Wir machen jetzt eine andere Mission, mein Freund. Quests. Neben Quests. Durch die Knatter Brandstifter. Such mit den Hexen sind hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Bisschen Zutaten sammeln. Ja, damit. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Nicht viel. Einfach nur Hexer sein. Oder sich The Witcher im Laden kaufen. Ein bisschen sammeln. Meine Sammelwut hier. Okay. Schau mich nicht so an! Oh, jetzt ist halt doch mal die Klappe. Kann man ja nicht mehr gescheit nachdenken. Aber nicht unbedingt nur hinter. Sondern vielleicht auch innen drin.
Da stand zwar zumindest hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Nee, ich klaue dem sicherlich nichts. Der hat eh fast nichts mehr. Da, ich habe was gesehen. Spuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Na, ich weiß nicht. Folge den Spuren mit Hilfe der Hexersinne. Okay. Mal sehen, wo es uns hinführt. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Na geil. Hört sich doch schon mal toll an. Okay. Da geht sie weiter, die Spur. Und zwar bis hier rüber. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Da schauen wir mal, was wir drin haben. Gehört niemanden, jetzt gehört's mir. Ich kann mir vorstellen, auf der anderen Seite geht's weiter. Und zwar hier, wäre ich jetzt ehrlich gesagt von ausgegangen. So, noch ein bisschen was sammeln. Puh. Ist gar nicht mal so einfach jetzt. Wo hat's Hinweise? Unten drunter vielleicht? Ne, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Kann ich vielleicht mit dem hier sprechen, ob der was gesehen hat? Tritt zurück. Ja, okay, schon gut. Ich wollte nur nachfragen. Mann, solche Pissberger. Ganz ehrlich, wo kann der Vogel sein? Hier kamen sie her. Vogel, der Spuren mit Hilfe deiner Hexensinne. Und jetzt soll ich hier in der Umgebung suchen nach weiteren Spuren. Schnellreise, okay, brauche ich momentan nicht. Ausgebohrte Hölle mit Schlangen. Ja, ist ja gut. Hat doch niemandem was getan. Ich helfe sogar. Kaum Geld. Weil ich ein guter Hexer bin. Aber dann haben was gegen mich, diese Vorurteile. Hier hat's doch nirgendwo irgendwas. Oder soll ich da mal im Wasser schauen? Da! Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Und da haben wir noch mehr. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Okay. Die Spur führt wieder ins Dorf. Das ist ein Kaufmann. Der hat doch vielleicht was da für mich. Treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Sag mal her, was hast du denn? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Zwergenschnaps. Brauchen wir da nicht einen?
irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass wir ihn brauchen. Komm, ich nehme einen. Alles das, Baumwolle, Pechdraht. Irgendwelches Zeug, was kein Mensch braucht. Soviel ich weiß, haben wir einen Zwergenschnaps gebraucht für das Teil. Bis dann. Pass auf dich auf. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Fass mich nicht an! Was? Ich fass doch niemanden an. Was ist denn los? Okay, wir folgen den Spuren. Mutant. Hallo? Na, schau mal einer an. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Na, schau mal einer an. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Tut mir leid, dafür bin ich nicht in Frage kommend. Das ist nicht mein Charakter. Komm nicht in Frage. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Das wage ich zu bezweifeln. Diesmal wende ich's an. Ganz ruhig, komm jetzt. Eskortiere den Brandstifter zum Schmied. Und dass das sauer sein wird, kann ich mir vorstellen. Vielleicht haut er mir den Kopf weg. Komm mit, du Brandstifter. Komm, schau mal ein bisschen Tempo hier. Ich hab nicht ewig Zeit. Willst du Ärger? Nein, nicht so wirklich. Alter, gib doch mal Tempo hier. Was sind wir denn? Schieben kann ich ihn leider nicht. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. Wir sind fast da, wir sind fast da. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Ja, alles hier nicht ganz so begeistert. Oh, go, 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 komm schon. Kann ich schon mit ihm direkt sprechen? Ja, kann ich. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nab? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Hohohoho, scheiße. Harte Strafe. Hertha konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient.
Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Finde ich gut. Durch den alten Brandstifter. Erfahrungspunkte 50. Wieder jemanden kennengelernt, der uns auch gute Preise gibt. So, da hat es auch neue Missionen im Aushang. Alter, wie schnell geht denn das? Freiwillige suchen, hilfreich Unterricht. Ja, sei hiermit kennengelernt, dass sie alles her damit. Informationen und Missionen. Wird alles benötigt. Quests. So, Nebenquests. Ach so, das waren jetzt gar keine Quests, das waren einfach nur Informationen. Okay. Stieß auf ein Opfer der Bestie oder einfach Bruce und Selena, sie war unterwegs ihrem Geliebten gewesen. Und, der Biss. Das Biest hätte sie tödlich verletzt und zurückgelassen. Ein Hexerkrank könnte ihr Leben retten. Zum Qualm. Ich will diese Mission unbedingt abschließen. Alchemie. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Wie lahm seid ihr eigentlich? Also ich war jetzt zum 10. Mal mittlerweile in dem Teil hier. Samum. Aber sicherlich nicht. Katze? Ne. Ich brauche Schwalbe. Jetzt nur die Frage, wo ich ertrunkenen Hirn herfinde. Eigentlich muss ich einen Ertrunkenen töten, ne? Was sagst du da? Und die sind doch beim Wasser. Gehe ich jetzt mal von aus. Einmal Pferd, einmal Weltkarte, einmal Wasser. Ist ja hier um die Ecke. So. Und langsam läuft es ein bisschen mit der Steuerung auch. Pferdchen. Da hinten. Chappie. Beweg dich. Kenn ich aus dem Film. Ist wahrscheinlich nicht der gleiche. Okay, einmal absitzen. Was macht denn der gute Mann da? Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nee, muss nicht sein. Ich würde gerne Ertrunkene töten. Nur wo finde ich die? Wahrscheinlich nicht direkt am Dorf. Zumindest gehe ich davon aus jetzt. Ich hatte doch schon mal gegen welche gekämpft. Oh, das war das letzte Mal, dass ich was fände. So, ein bisschen außerhalb des Dorfes. Da, sieht doch gut aus. Kuckuck. Die mögen doch kein Feuer. Wasserkreaturen mögen doch kein Feuer. Kann ich mir nicht vorstellen. Zack. Leider sieht man kein Blut mehr an der Wasseroberfläche. Wie damals im Trailer. Schade. Ich kann ihn nicht plündern. So was Blödes aber auch. Hier ist doch irgendwas. Wird mir zumindest was angezeigt. Schlüssel mit tamerischer Lilie. Für irgendwas brauchbar auf jeden Fall irgendwann. Da unten sind doch auch noch Sachen. Lass mal sehen. Da ist viel. Nicht das, was ich brauche, genau. Aber da war viel drin. Das Spiel macht echt Laune ohne Ende. Ich hab doch noch was gesehen. Ertrunkener stand da doch nochmal, oder? So, ab geht's. Oder war das der Name für das Teil, welches noch oben haben? Ah, okay, der Name galt dem Teil oben. Eindeutig. Ich würde sagen, meditieren wir eine Runde. Vielleicht tauchen die ja dann wieder auf. Die armen Leute, das ist doch gefährlich neben den Ertrunkenen.
Meditation. Bis zum nächsten Morgen. Auf geht's. Nacht bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Wenn ich das übermeditieren kann, ist das immer gut. Lädt sich, glaube ich, auch das Leben mit auf. So, wieder ein bisschen einsammeln. Ich brauche mal ein Pferd. Pferdchen. Hallo. Und ab geht's. Jetzt sicherlich noch mehr Ertrunkene. Irgendwelche werden sich doch plündern lassen, oder? Na, wo finde ich sonst ertrunkenen Hirn? Das sind Ertrunkene. Und die haben ein Hirn. Und dann nehme ich ihnen das Hirn mit. Weg. Oder mit. Das sind wir doch schon mal durch, ne? I remember. Die trainieren hier immer noch. Einen Ertrunkenen finde ich dadurch nicht. Aber das ist nicht so ganz geschickt. Komm schon, hier wird es doch noch ein, zwei Stück geben. Da ist auch Sumpfgebiet. Hallo, da haben wir doch mal welche. Hallo. So. Ertrunkene Zunge. Aber hey, immerhin, jetzt konnte ich einsammeln. Und irgendwelches Zeug noch. Sobald die im Wasser liegen, kann ich nicht mehr einsammeln, oder wie? Verarsch mich doch. Das kann ich doch entzünden, oder? Ja, das kann ich entzünden. Noch mal Ertrunkene sein. Es ist anscheinend auch irgendwas passiert. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, was. Dann zünden wir auch das hier mal an. Ich brauche mehr Ertrunkene. Ah, shit, wo sind die? Da hat's einen. Geh nicht ins Wasser. Es ist gefährlich im Wasser. Was jetzt, du Stück? Oh shit, ich sehe nichts. Das scheint kein normaler Ertrunkener sein. Das ist ein Wasservibe. Fliegt nochmal 3 Kilometer durch die Gegend. Und kann ebenfalls nichts plündern. Das war ja mal geil. Fliegt mir genau gegen den Bildschirm. Gas und Sumpfen sind giftig, sei vorsichtig. Hier siehst du alle temporären Effekte, die auf deinen Charakter wirken. Vergiftet. Okay. Dann warte mal. Kronen und Ohren. Kann ich immer brauchen. Noch ein bisschen Kräuter. Irgendein Viech. Das mache ich kurz kalt. Aber das will nicht. Ein Wark. Okay, der Wark hat keine Lust, kalt gemacht zu werden. Ich muss hier echt aufpassen im Sumpfgebiet. Da hinten hat es noch einen Ertrunkenen. Komm schon. Ich brauche dieses Scheißhirn. Ja, du bist ein Ertrunkener. Den kann ich auch nicht plündern. Scheiße, es nicht doch. Wie selten kann man bei denen eigentlich irgendwas plündern. So, Flame weg. Okay. Nichts, was mir jetzt irgendwie momentan interessieren würde. Unfassbar. Ich laufe dem Betrunkenen momentan echt hinterher. Ich sollte mir eine neue Mission suchen. Lass mal sehen, Weltkarte. Da kann ich ihn.
So, Sägemühle, da waren wir schon. Ja, theoretisch war ich überall. Das sind alles noch nicht erkundete Orte. Jetzt aber auch nochmal eine Mission. Da könnte ich ihn. Und Port bringt ja nicht viel. Kann ich auch direkt hinreiten. Geht genauso schnell. Komm schon. Also dann ab die Post. So Jungs, ich muss mal durch. Oh, da haben wir doch was. Komm schon. Was ist hier denn los? Ja. Was ist passiert? Monster. Ah, das kenne ich. Aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich suche danach. Ich weiß ja eh schon, wie es ausgeht. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ja, die es noch nicht wissen, ich werde es jetzt nicht spoilern. Aber das kennt man aus den Trailern, sage ich nur. Das ist da, wo wir gerade durch sind. So, irgendwo war doch der Wagen. Da war er. Da ist der Wagen. Herzog Wasser, her damit. Ich kann hier auch alles mitnehmen. Wird eh keiner mehr brauchen. So, und jetzt lass mal sehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Naja, die Sumpfkreaturen schießen nicht mit Pfeilen. Das wäre mir zumindest neu. Der Wagen Nein, ist ich wollte aufnehmen. Gespickt. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Mhm. Lass mal sehen. Das sieht doch aus wie mein Zeichen hier, oder? Na, eher weniger. Oh oh, vielleicht soll ich da nichts Böses tun. Bienen, Bienen, Bienen. Mit denen muss ich mich nicht anlegen. Da hinten, ich sehe es schon. So, da haben wir doch einen. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Ich gehe mal stark davon aus, dass er lügt. Und wir wechseln mal kurz die Quest, damit wir auch alles sehen. Nebenquests. Kostbare Fracht. Ich finde mit Hilfe der Hexersinne die kleine Schachtel, die der Kaufmann erwähnt hat. Eieiei. Großes Gebiet, kleine Schachtel. Wo ich suchen muss, weiß ich nicht. Nur eben in dem Gebiet hier. Aber ich weiß, wie es ausgeht. Die wird doch wahrscheinlich hier einfach so rumliegen, oder? Hm. Hm. Da, ich habe was gesehen. Nee, Bienen. Oder was auch immer das ist. Ah, da, ich sehe was leuchten.
liegt einfach so rum. Verschlossene Schatulle. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Der hat wohl sehr viel gelogen, ne? Gehen wir ihn doch mal besuchen. Der hat uns wohl was vom sonst was erzählt. Auf jeden Fall nichts, was stimmt. Hallo, mein Guter. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, aber ich hab dich durchschaut. Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden. Und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Klar. Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Nicht besser als ich jedenfalls. Den kriegen wir. Und der wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Alter, bringt er einfach einen Kutscher um. Will die Sachen klauen und will dann auch noch uns ausricksen. Und davor will er uns dafür, dass wir ihm die Sachen klauen, oder wie? Jetzt wird's lustig. Es ist nicht mehr Wahrheit. Zack, hab ihn. Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer, 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Das letzte macht schon mal gar keinen Sinn. Dann lasse ich ihn ja gehen und denen wird nicht geholfen. Aber ich kann leider keinen Krieg unterstützen, nicht auf die Art und Weise. Und deswegen bringe ich ihn zu den Nilfgaarden. Ich bringe dich zu den Nilfgaardern. Du bist ein Mörder, kein Soldat. Und du bist ein Verräter. Da draußen trägt ein Galgen deinen Namen. Eher deinen. Hey Soldat, wartest du vielleicht auf einen verspäteten Transport? Wie? Ja. Korporal Finnett ist zum Hauptquartier aufgebrochen, Medizin holen. Er ist noch nicht zurück. Dabei hätte er seit Tagen hier sein sollen. Hier in der Schachtel ist die Medizin. Und dieser Wunderknabe hier ist Lügner, Dieb und Mörder eures Korporals in einem. Fick dich doch, Mutant. Hauptmann Peter wird sich um ihn kümmern. Und dir, Nordling, gebührt unser Dank. Das Medikament rettet unsere Männer nicht, aber es macht das Sterben erträglich. Was haben Sie denn? Eure Soldaten sind krank? Was haben Sie? Weiß ich nicht. Ich frage auch nicht. Wer das tut, landet üblicherweise direkt an der Front. Dann ist schon ganz eine Belohnung. Ich habe eigentlich mit einem greifbaren Zeichen der Dankbarkeit gerechnet. Golden und klingend, um genau zu sein. Ich dachte, du hättest aus Überzeugung gehandelt, nicht aus Gier. Aber wenn das nicht stimmt, hier, dann kannst du berichten, dass Nilfgaard großzügig zu denen ist, die ihm freiwillig dienen. Aber ja. Dem wird's jetzt schlechter gehen. Weiß ich Kronen? Na, immer her damit. Kostbare Fracht. Ist
Disziplin. Die fehlt euch. Nö, die fehlt mir nicht. Das sehe ich anders. So, für mich ist es eine Meere zu finden. Sind wir wieder bei der Mission. Na, das war das Falsche. Aber ich gewöhne mich dran. Und wir haben fast ein neues Level. So, zu der Mission wollte ich doch. Aber hier, da ist doch näher. Dann porte ich mich da runter und gehe rüber. Es ist kürzer als runter zu laufen. Von daher einmal wieder zurück. Und hier haben wir. Was haben wir denn? Schnellreise. Und zwar das hier markieren und hier runter die Schnellreise. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit etwas kochen. Aber Tessel sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. So, und da in die Richtung haben wir die Mission. Die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.